So, da bin ich wieder zurück aus der kleinen Pause und es geht weiter mit dem Farming Simulator 22 auf unserer Farm am Hafen in der Nordfriesischen Marsch. Genau, für alle, die dazugekommen sind, ein recht herzliches Hallo und für alle, die gewartet haben, danke für eure Geduld. Euch allen wahnsinnig viel Spaß beim Schauen und willkommen hier zum dritten Teil für heute. So. Dann, also dritter Teil des heutigen Streams. Und jetzt schauen wir mal, wie weit unsere Baumwollernter hier sind. Der ist fertig, der hat schon wieder hier hingestellt. Das soll er eigentlich gar nicht, oder sollte er eigentlich gar nicht. Aber ist klar, dass er das natürlich tut, wenn ich ihm nicht sage, dass er es nicht mehr tun soll. Recht auf dem Parkplatz? Ja. Super. Da kann er erstmal hinfahren. Ganz von alleine kann er das. Und ich brauche den da. Meinen schönen Transporter für Baumwolle. Baumwollballen. Komme. Schon eine coole Zugmaschine eigentlich. Hier habe ich jetzt eine mit zwei Rädern, also mit sechs insgesamt. Dann gibt es halt noch eine, die hat hinten drei, aber da ist die vorderste Achse immer geliftet. Fand ich übrigens bei Eurotruck immer sehr interessant, dass die vordere, also wenn du da auf 3 gegangen bist, dass dann die vorderen Achsen ja unten waren. Der Vorschau waren sie teilweise oben und wenn du dann einen Hänger dran hattest, waren sie unten. Kurz mal schauen. So nix. 1500 Liter. Lassen sich auch gar nicht ausstoßen, ist viel zu wenig. So, damit habe ich einfach mal hier die Halle belegt. Ich habe mir einfach mal den Platz gemopst. Mietfreie Garage beim Gartencenter. Das ist uns auf der Map auch sehr schön. Dass unheimlich viele Stationen, die so auf dem Weg liegen, dass da irgendwelche leeren Schuppen oder Hallen oder so sind, wo man ja einfach seine Geräte reinstellen kann. Finde ich ganz cool gemacht. Ah, der hat es auch gleich geschafft. Sehr schön. Der wird seinen Ball noch ausstoßen können. Da kann ich mal von ausgehen. Und den fahre ich jetzt erstmal zurück unter das Dach. Erstmal.
sehen noch von letzten Mal aus, ne? Boah, ich habe die gar nicht sauber gemacht. Ich habe die einfach so gelassen, wie sie waren. Vollgetankt, gewartet. Obwohl gewartet habe ich hier, glaube ich, auch nicht. Boah. Der sieht ja mal geil aus. Ist ja quasi schon doppelt so schwer mit dem ganzen Dreck drauf. Na komm, dann machen wir hier auch gleich noch mit. Dann sind die alle vernünftig. Die letzte Bahn. Dann hat er es geschafft. Der kleine Baumwollschlucker hier. Nom nom nom. Haut er sich weg. Wir haben auf jeden Fall noch drauf, bis der seine Bahn fertig gefahren hat. Dann kann ich nämlich den Baumwollballen so direkt richtig ablegen und ja, das Teilchen auch wieder in die Halle fahren. So, und dann legen wir ihm den direkt dahinter. Und dann klappen wir das Teilchen zu. Ich habe gesagt, zuklappen.
So, perfekt ausgerichtet. Ich finde, er sieht aus wie ein großes Bügeleisen. Aber gut. Ja, wie so ein Dampf, wie so ein Dampfbügeleisen. Wenn man den Hochdruckreiniger drauf hält, dann sieht das auch so aus. Hat er so. Ne? Okay, dann schauen wir mal kurz. Da ist immer noch ein Strohfahren. Meine Fresse. Ist das? Achso, stopp. Nicht wegfahren, sondern erstmal hier den Baumwollballen aufnehmen, der hier liegt. So, dann fahren wir erstmal nach da hinten. Bauen uns mit denen von da hinten weg. So, schauen wir mal. Ich sage ihm jetzt mal einfach hier, spaßeshalber hier, mach Unterstützung auf Feld 36 und bring weg zu. Paletten und Ballenlager abladen. So, jetzt. Tschüss. So, das kann er nämlich alleine. Dann brauche ich da nämlich nicht beibehalten. Das heißt, der fährt jetzt schön dahin, lädt die ab. Kann sein, dass mal eine draußen liegen bleibt. Das ist nicht weiter schlimm. Das kann ich daran noch reinschubsen. Und wenn er dann damit fertig ist, dann fährt er wieder zurück zum Feld. Und da kann ich dann weiter aufnehmen. So, ich benötige den Supertraktor. Könnte man nehmen. Wollen wir mal so machen. Das ist aber der Fendt-Vario. Den lasse ich mal weg. Den will ich nicht jetzt. Den will ich auch nicht. Den will ich eventuell noch gleich. Ich würde entweder den da, den würde ich bevorzugen. Hinein. So. Warum eigentlich?
Den brauche ich doch gar nicht. Was ich brauche, ist dieser da. Denn ich muss mal so langsam auf Wert 29 was ausbringen. Das wäre ganz schön. Und zwar kann ich da wieder Hirse setzen. Und Hirse kann ich mit diesem schnuckligen Gerät. Hallo? Kann ich machen. Okay. Also was? Habe ich mich so vertan? Ich dachte, hier so würde jemand auch gehen. Dann gehen wir mal zu dem. Energie. Und der kann. Und wie der kann. Ich weiß noch nicht, ob ich für das Feld 29 einen Kurs habe. Ich glaube aber schon. Meine, ich hätte den schon mal darauf fahren lassen. Jawohl. Sehr kurz und quer, aber ja. Genau, da unten muss ich ansetzen und dann passt das. So, hier gibt's Hirse. Also nicht weit auf die Hirse, sondern hier. Ach so. Hab ja diese Brücken da noch gebaut. Ah, das geht. Okay. Es hätte sein können, dass er dran hängen bleibt. Hier hatte ich ja gebastelt für den. Einmal was. Ne? Ich habe die so gebaut, wie sie sind, damit sie wie so eine einfache Überfahrt aussehen. Aber eigentlich ist es dafür da, damit der die Feldspritze weit genug zurückfahren kann, ohne im Graben zu landen, damit die dieses Feld auch mal automatisch fahren kann. Oh. Apropos Feldspritze. Welche brauche ich denn? Ich glaube, da wäre tatsächlich die, die hinten steht, am sinnvollsten.
Denn es geht einmal um Feld 43, 49 und einmal um Feld 50, die hier Dünger gebrauchen können. Oh, ladi, da ist es. Meine Feldspritze. So, zack. Muss ich nur noch dahin, wo ich starten darf. Das Ding, das ist so wahnsinnig leer. Aber ich werde mir mal so einen Flüssigdüngertank dahin bauen. Ja, das sieht anständig aus. Mit 50 kommt einfach hinterher. Oh. Auf Feld 29 nicht drauf geachtet. Da muss gleich auf jeden Fall noch Kalk mit drauf. So, hier gibt es nichts, das ihn rufen würde, aber ich fahre mal was sammeln. Einer noch, einer liegt noch. So, da könnte ich aber mal, weil das zwei Ballen sind, die, ich sage jetzt mal einfach,
vollständiges Volumen haben. Das heißt, das ist jetzt kein Resteballen, sondern die sind voll, wenn man so den Unterschied nicht sieht. Aber ich habe es jetzt halt an der Position gesehen, wo sie gelegen haben. Die fahre ich jetzt mal direkt zur Schneiderei. Nein, ist nicht richtig, zur Spinnerei. Und werde die da abladen. Ja, bei jeder Spinnerei mal einen drauflegen und dann passt das schon. Ah, Abkürzung. Naja, eigentlich nicht wirklich eine Abkürzung, aber gut. Gebt mich mal einfach der Illusion hin, dass das so ist. So, da ist die Schneiderei, da sind die beiden Spinnereien. Hä? So, da sollte auf jeden Fall jetzt die Baumwolle wieder voll sein. Und jetzt die zweite. Ein bisschen tricky. Aber das geht auch. Knapp. So, die können jetzt wieder Baumwolle aufnehmen. Wolle gibt es automatisch da tatsächlich, aber Baumwolle halt nicht. Einen muss ich noch. Bevor ich da wieder Baumwolle aufs Feld schießen kann. Feld 36 ist irgendwie, aus welchen Gründen noch immer, ist das zu meinem Dauerbaumwollfeld geworden.
Deswegen gibt es hier auch beim Cosplay nur den einen Kurs oder vielmehr zwei. Einmal zum Düngen und einmal zum Ernten. Aufladen, habe ich gesagt. Jetzt will er, okay. Gerade schon dreimal gedrückt, wollte er nicht. Na gut, dann halt nicht. Ach, mal ein bisschen anders hinsetzen hier. So. Na gut, dann fahre ich hier raus. So, einmal geparkt. Was mache ich mit dir? Der kann eigentlich noch mal so ein paar andere Sachen hier hinfahren. Wenn wir schon mal dabei sind. Getreidemühle abladen hat er schon. Dann da wir jetzt noch kriegen, Silo 2 laden und der fährt mal Weizen hin. So. Das läuft. Das läuft auch. Cool. Dann schnappen wir uns jetzt die Hose. Nein, die nicht. Die andere. Jene welche. Schon mal umstellen auf Baumwolle und nichts wie hin.
Hoffentlich kriege ich die Kurve da. Lass mal schauen. Ist nämlich ein ganz schönes, unhandliches Teil hier. Passt, 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 passt. So, dann laden wir uns schon mal schnell von Feld 36 den. Gibt's gar nicht. Den gibt's gar nicht, Kurs. Okay. Keiner weiß, warum es den nicht gibt. Entweder hat das nicht funktioniert. Das ist die eine Möglichkeit. Ach so, was, was ich mache. Ich werde mir jetzt mal einen Standardkurs für Feld 36 bauen, der wahrscheinlich nicht flächendeckend sein wird, aber es ist besser immer noch, ich lasse das einmal so fahren und gehe dann noch mal die Ecken ab, als ich mache das ganze Ding komplett alleine. Feldposition. So. Hier. Beziehungsweise, ne. Hier. Kurs öffnen. Sofort ans Vorgewende auf jeden Fall 1. Scharf. Kreis, Feldgrenze minus 1. Glaube, hier müsste sogar minus 2 möglich sein, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Versuchen minus 3. So. 1, 2, 3 generiere einen Kurs. Und da, wo ich nachfahren muss, fahre ich halt nach. Dann lass mal schauen, ob wir hier hängen bleiben oder nicht. Sagt uns gleich das Licht. Genau genommen die Anzeige vom Postplay oben rechts. Wenn da steht, wird blockiert. Ich liebe diese Maschine. Die braucht Ewigkeiten, bis die aufgeklappt ist. Ist aber auch riesengroß. 36 Meter, sogar 36, 40 oder so, aber ich habe die auf 36 eingestellt. Ein irres Gerät. Irres Gerät, wollte ich sagen. So, noch die Stimmchen dazu.
13 Monde später. So, jetzt. Jetzt werden wir sehen, was er treibt, warum er es treibt, mit wem und überhaupt und auf welchem Feld. So. Hier macht er tatsächlich einen scharfen Abriss. Ich glaube, das macht er aber nicht überall. Oder wie mir auch mal jemand sagte, dafür, dass du nicht glaubst, glaubst du ziemlich viel. So ist das nun mal mit der Sprache. Habe ich verstanden. Blockiert beim Rückwärtsfahren. Arbeit beendet. Wo denn? Energie weiter zu Feld. Lücke in der Hecke, die nehme ich. Weiter zu Feld 50. Kursladen, Feld 50. Bildspritze. Oh, da muss ich auch bei bleiben. Wie jetzt? Was jetzt? Moment. Der hat den... das geht gar nicht. Der hat den falschen Erntehelfer genommen. So jetzt. Unfassbar. Trotzdem hat irgendwer die Arbeit beendet. Und welcher? Ach der. Ja, das ist gut. Der hat seine erste Kurve geschafft. Seit wann?
Okay, der hat die erste Kurve geschafft. Super. Hier mal eben schauen, was er tut. Außer hängen bleiben noch. Ach so, siehst du, er fährt nämlich die Kurve einfach so weg. Dafür unterbrechen wir das noch mal. Und jetzt noch mal richtig. So, genau. Der fährt, der fährt, der fährt, der fährt auch. Okay. Dann lassen wir das mal so machen. Und dieser hier fällt zu Pferd, genau. Der fällt zu Pferd 78, nein. Der fährt zu Feld 76. So war es. Tja. Das Stammelhirn ist immer noch nicht aus. Also schön, ein neues Wort. Eine Wortneuschöpfung. Sprechen auf Stammelhirnbasis. Was möchte ich denn auf dieses Feld mal drauf tun? Ich meine, ich habe ja grundsätzlich immer eine gewisse Rapsknappheit. Ja. Rohknappheit habe ich, glaube ich, nicht mehr. Oder sagen wir nicht so häufig. Dementsprechend könnte ich jetzt hier erstmal den Kurs laden. So. Stellen wir das Ganze mal um. Auf Rappes. Dieses Feld kriegt wieder Raps. Ja, macht das schon. So, siehst. Jetzt muss ich zwar an den beiden Kurven da hinten nochmal nacharbeiten, später. Aber ansonsten läuft das jetzt erstmal. Luder immer. Die Stelle vergessen. Egal, passt schon. Ja, macht das schon. Er weiß auch nicht, was er tut. Er läuft auch. Okay. Ja klar, das ist natürlich jetzt logisch, dass der nochmal hier den Bereich, den er vorhin nicht, naja,
falsch gefahren ist, nochmal abfährt. Unterschied zwischen den beiden Helfertypen ist ja klar. Ne? Cosplay fährt nach Kurs, deswegen heißt er ja auch so. Und der andere Helfer, der hat keinen festgelegten Kurs, der fährt nach Anforderung. Dafür fährt er aber auch teilweise dann nicht bis zum Ende. Okay, scheint zu funktionieren. Das hier ist auch irgendwie erledigt. Na gut, kümmern wir uns gleich drum. Der fährt weiter in Stroh. Ha, komm, bleiben wir mal hier. Bleiben wir mal hier. Senkrechtstarter. Synchronflug der Vögel. Wir bleiben mal hier drauf. Ich bin noch mal für ein, zwei Minütchen im Hintergrund und gleich geht das hier weiter.